Heute gibt es mal wieder ein Gericht aus der türkischen Küche. Ich zeige euch die Zubereitung von Çökertme Kebabı, auch Bodrum Kebabı genannt. Unglaublich lecker. Und ja, los geht's mit der Zubereitung. Wir brauchen Kartoffeln. Diese habe ich bereits geschält und dann in kleine, dünne Streifen geschnitten. Das ist super wichtig bei diesem Gericht, dass die wirklich dünn in Streifen geschnitten werden. Und ihr könnt sie dann auch schon, so wie ich zum Beispiel vorher, zubereiten und dann einfach in Wasser legen und später dann einfach frittieren. Dann brauchen wir noch für das Fleisch Tomaten-Paprikamark, grüne Spitzpaprika sowie etwas Wasser. Und dann brauchen wir für die Marinade Rindfleisch, die habe ich bereits in dünne Streifen geschnitten, Zwiebeln, Knoblauch, dann brauchen wir etwas Öl, Paprikaflocken oder Pulver, Oregano, etwas Minze und Salz und Pfeffer. Diese ganzen Zutaten miteinander sehr gut vermischen, anschließend für ca. 3 Stunden in den Kühlschrank stellen, damit die Marinade gut durchziehen kann. Diesen Schritt könnt ihr zum Beispiel auch einen Tag vorher zubereiten. Und ja, dann habt ihr am nächsten Tag weniger zu tun. Für die Joghurtsoße brauchen wir Joghurt. Ich verwende gerne griechischen Joghurt, der ist nämlich super cremig. Etwas Knoblauch, ich verwende gerne Knoblauchpulver und Salz. Diese ganzen Zutaten einfach miteinander vermischen. Nun in einer heißen Pfanne das Fleisch auf höchster Stufe anbraten. Dieser Schritt kann ca. 15 Minuten dauern. Anschließend die grüne Spitzpaprika hineingeben und etwa 2 Minuten mitbraten, dann das Tomaten- und Paprikamark dazugeben und ebenfalls kurz mitbraten. Zu guter Letzt mit Wasser ablöschen und dann den Pfanneninhalt etwas köcheln lassen. Und dann ist unser Fleisch auch schon fertig. In dieser Zeit könnt ihr die Kartoffelstreifen in reichlich Öl frittieren, entweder zum Beispiel so wie ich in einem Topf oder in einer Fritteuse. Die dürfen nicht zu braun werden, die müssen noch recht hell bleiben. Und jetzt kommen wir zum besten Part, und zwar Teller anrichten. Die Kartoffeln wie ein Nest auf einen Teller ausbreiten, dann die Joghurtsoße mittig draufgeben und anschließend das Fleisch oben draufgeben. Etwas Pfeffer und Petersilie darüber streuen und ganz wichtig, sofort, das heißt noch warm servieren. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachkochen. Die genauen Mengenangaben zum Rezept findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Dieses Gericht gehört übrigens zu unseren Lieblingsrezepten zu Hause. Also super lecker die Kombi. Unbedingt ausprobieren. Und ja, lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen, wie ihr das Rezept findet.